Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 meines Vanilla Extended Server Plays. Wir Hallo. Sind auf dem TS mit TNT und Folie. Hallo. Und ich will ja, und ich habe meine in den letzten beiden Folgen ja meine anderen Altare sozusagen gebaut, meine anderen Nexai, wie ich sie so schon nenne. Und jetzt will ich endlich meine Farm bauen. Also, zwei Arcane Ash, Hay Bale und zwei Sticks gibt uns einen Magic Broom, der einer der epischsten Items überhaupt ist, denn er ist total OP. Naja gut, so OP ist er auch wieder nicht, aber er ist im Zusammenhang mit dieser Farm extrem OP, weil er so billig ist. So, denn vielleicht seid ihr euch noch bewusst, dass man mit einer Transfer Node, der da, Transfer Node, und ganz vielen World Interaction Upgrades Items vom Boden aufsammeln kann. Das ist mit dem Ding nicht nötig, denn ich stelle einen hier an den Rand, eine Kiste, und nehme diesen Magic Broom und rechtsklicke ihn auf diese Kiste. Und nun läuft dieser Magic Broom hier rum. Das ist ein Entity, der läuft hier wirklich rum. Und der kann jetzt ganz gemütlich meine Items aufsammeln. Und das in einem wirklich ziemlich großen Radius. Er sieht das Item dort hinten nicht. Aber wenn ich ein paar Items in den Weg hinpacke, geht er dorthin und sammelt auch das letzte Item noch ein. Und packt alles in die Kiste. Also eine extrem geile Sache und wesentlich billiger als dieses nervige andere Gerät, was man sonst machen müsste. Nämlich eine Transfer Node mit 15 Block Radius oder 16 Block. Also viel zu groß. So, dann brauche ich jetzt die exakte Mitte dieses Platzes. Also würde ich mal sagen, die ist hier, ne? 6, 6. Ne, wenn das hier die Mitte ist, dann ist das hier ja die Mitte. 7, 7. So. 7 hiervon entfernt. 7. So, und hier baue ich ein Loch rein. Das ist schon mal der eine Fall. Das brauchst du dir gar nicht zu nehmen, du blöder Magic Broom, du. Übrigens, ich glaube, mit Shift-Rechtsklick kriegt ihr wieder. Nein? Okay, da muss man ihn wahrscheinlich töten, um ihn wieder zu bekommen. Geh mal zurück zu deinem Platz hier. Gut, dann möchte ich jetzt gerne... Ich bräuchte jetzt eigentlich eine... Ich glaube, da mache ich auch nur eine Kiste hin. Und die Barrels packe ich dann da und dann lasse ich das alles in die Kiste fahren, oder? Mache ich das? Wie mache ich das am effektivsten? Leider kann ich keine Dirt Chests dafür nehmen, denn Dirt Chests halten keine Saplinge. Also glaube ich, ich mache einfach direkt die Barrel dahin. Dann wird das direkt da reingefahren. Das ist doch gar nicht so unbedingt das Schlechteste. Also brauche ich eine Barrel. Und zwar genauer gesagt, ich brauche mehrere Barrels, denn ich brauche eine für Saplings, eine für Wood und eine für Äpfel. Das sind ja die drei Drops, die man bekommen kann. Von Oakwood. Und dann brauche ich drei Slabs aus Holz. Und außerdem noch ein paar noch nicht umgebaute Holzstämme, was in meinem Falle verdammt schwierig ist, weil ich so unglaublich viele nicht habe. Muss also erstmal wieder Bäume fällen gehen. Oder hat jemand von euch vielleicht noch mal so ein paar Stacks Holz rumliegen? Ich hab Holzplanken. Aber die helfen mir nicht. Das ist ja gerade das Problem an der Sache. Na, ich gehe mal ein paar Bäume abholzen. Ich werde das ja danach nie wieder machen müssen, denn dafür habe ich dann ja die Farm gebaut. Also mal ein paar Bäumchen hier. Mal schnell pennen. Und ich hole mal neues Zeug. So, ich habe jetzt alles gecraftet, was ich brauche für das Ganze. Den ganzen Spaß hier. Und zwar habe ich mir ein paar Transfer Pipes gecraftet. Die packe ich hier schon mal hin. Und mache hier eine Barrel hin. Die ich aber nicht so gerne hätte, sondern lieber so. Mit Saplings drin. Eingestellt. Darauf kommt ein Fleckarbeitert. Und darauf noch ein Fleckarbeitert. Und jetzt ist es wichtig, auf welche Stellen wir das Ganze binden. Denn ich will kein Neutral Ethereum dafür verschwenden. Neutral Ethereum, das hier, das dunkelblaue, können wir nicht unendlich generieren. Theoretisch schon, denn ich kann ja einfach immer neue Welt erkunden und immer neue Svintium und immer neue Ethereum Buckets finden. Aber es gibt einen Wizardproof Block. Praktisch ist es schwierig. Weiß. Echt? Bei Frost. Da muss man schnell sein, aber unkaputtbar.
Dann wäre es auch Spectre. Die Spectre Blocks sind auch unkaputtbar. Stimmt. Warte, die Spectre Blocks sind auch unkaputtbar. Stimmt, Folie, du hast eine leere Folie, du hast eine leere Spectre Dimension. Wobei, lass uns das lieber in Derpies machen, die liegt in unserer Mitte. Da, sonst macht er den Cobblestone an der Seite kaputt. Guck mal, willst du eine Treppe haben? So, also, Alter, was ich jetzt nämlich machen möchte, ist, ich nehme das Light Ethereum und binde es da dran. Was nicht mehr ganz successful ist, weil ich dort unten ein Ethereum Conduit habe. Deswegen funktioniert das Ganze. Und als nächstes nehme ich auch noch das Dark Ethereum. Und das kommt cool, auch darauf. Ja, braucht hat nur einen ewig langen Cooldown. Hat jemand von euch rein zufällig etwas Soul Sand? Ein bisschen was, ja. Ich nicht. Ich war nämlich noch nie in Hölle. Geh in die Void Age, geh in meine Spectre und dann guck oben ist in cool, die Barrel. Ne? Muss rüber kriechen. Da halt dich hoch. Das. Alter, die hat einfach so einen richtig heftigen Cooldown. Ach, und wo meintest du, hast du das geile Futter? In der Eisenkiste, wo Essen drüber ist. So, jetzt kann ich dich hören. Ach, vorher nicht, oder was? Nee, ich musste ganz kurz aufpassen, dass Tiger mir nicht auf die Decke pisst. Okay. Also, hier unten findest du Soul Sand. Hast du wahrscheinlich schon gefunden. Und hier mit dem in der Kiste mit dem Steak findest du Essen. Und die Sachen, die nur zu 4 stacken, das sind die guten Sachen. Die geben richtig viel. Okay. Und die darf ich alle futtern? Du darfst sie eigentlich alle haben. Ich brauche die nämlich nicht. Jetzt hör mal auf, mir mal Süßchen reinzupacken. Alter Schwede. Diese Dinge, die hauen richtig rein. Deswegen sage ich ja, das ist richtiges Essen. So, das gehört, dass du dich, so gehört, dass ich das so sitzt. Weil hier ist eine Mod drin namens Spice of Life, damit musst du immer verschiedene Sachen essen. Hat er schon die Brotdose gekriegt? Warte mal, bleib mal, genau, da bin ich mich auch gerade drauf gekommen. Folie, bleib mal hier. Schön. Eine Brotdose. Hier, bleib mal, nimm auch mach doch mal den. Genau. So. Mit Shift-Rechtsklick öffnest du die. Erstmal, dann kannst du da Sachen reinpacken, die stacken immer so zu 2, aber nimm immer ganz viele verschiedene Sachen. Also du kannst zum Beispiel auch noch das Hearty Breakfast, das Violet Meal und so weiter haben und auch die Pumpkin Pies und so weiter. Kannst du alle haben und dann legst du die da einzeln rein und dann machst du mit Shift Rechtsklick, machst du die Dose mit Shift Rechtsklick auf und dann bleibt sie offen und dann kannst du halt mit Rechtsklick direkt daraus essen und der wählt automatisch etwas aus, was noch nicht so oft gegessen wurde, was dir dann am meisten Hunger gibt. Und die ist zubauen, also verlierst du das dann wenigstens auch nicht. Ja, das ist super. Aber du kannst dann immer nur 2 Items auf einmal dort reinpacken. Auf einen Slot. Deswegen möglichst komplett unterschiedlich. Und nimm auch ruhig das Cookmatten mit, das ist zwar nur ein Snack, aber dann werde ich das auch los. Das kann man nämlich für nichts benutzen. Alle anderen Sachen kann man irgendwie verkraften und für irgendwas Besseres benutzen, aber das leider nicht. Also nimm auch immer so 2 Cookmatten mit, dann kannst du die auch irgendwann langsam aufessen. Na, Evil mit Pick hat aber normalerweise effizient einfach nur. Nur die Axt hat Fältchen. Ja, ich weiß. Dass ich was? Timed out bist. Also momentan noch nicht, aber wenn da momentan nichts passiert, dann kann das daran liegen, dass du bald gleich Timed out bist. So, und ihr seht jetzt, rot und hellblau sind aufgefüllt, beziehungsweise türkis. Ist das schon türkis? Ich würde sagen, es ist erstmal noch hellblau. Und die beiden Flicker-Habitats sind vollkommen schön voll. Jetzt nehmen wir uns einen Flicker-Focus auf Packed Earth und schmeißen die nicht rein. Hier steht drin, does not require Ethereum. Das stimmt auch, das braucht kein Ethereum. Aber wenn ihr dort kein Ethereum reinlegt, ist das unglaublich langsam. Ich bin auch am überlegen, ob ich für den hier disconnecte. Also wenn der hier fertig ist, dass ich den unteren disconnecte. Denn da ist es egal, wie lange der braucht. Denn später wird nur ein einziger Sapling oder so wachsen. Aber für den Anfang lasse ich ihn die Saplings platzieren und ihr seht, es geht einigermaßen schnell, wenn er Ethereum hat. Der braucht nämlich jetzt 10 Ethereum pro Operation, aber dafür braucht er auch nur 0,05 Sekunden, um was zu tun. Und wenn er alles voll hat, dann disconnecte ich die Sources, also dann
schmeiße ich dem alles weg und dann darf der ohne Ethereum laufen. Dann ist er zwar nur jede Sekunde aktiv, was aber vollkommen ausreicht. Aber der oben, der Felt Oak, sollte auf jeden Fall die ganze Zeit versorgt werden, deswegen der ist das Wichtigere dabei. Und die Barrel ist leer, na ganz toll. Egal, disconnecten wir den hier. All Power Sources were disconnected. Ihr seht schon, das Ethereum geht trotzdem langsam runter. Und wenn das Ethereum leer ist, dann seht ihr, dass die Operation Time bei einer Sekunde liegt. Also jetzt funktioniert dann noch jede Sekunde einmal und nicht mehr immer. Hier sind noch drei Serpents, die er benutzen kann. So. Ach ne, die sind wahrscheinlich irgendwie. Hä? Warum droppen die jetzt? Das verstehe ich nicht. Egal. Auf jeden Fall, das sind halt jetzt die. Ist dann halt der Packed Earth Focus. Der kann halt ganz gemütlich die Sachen anpflanzen. Jetzt nehmen wir als nächstes den noch geileren. Felt Oak. Und den packen wir jetzt eigentlich da rein. So. Der hat jetzt eine Uptime von 15. Wenn ich jetzt alle Power Sources disconnecte, dann ist der relativ schnell leer, denn er braucht relativ viel Ethereum, nämlich 100 per Operation. Wobei er anscheinend wirklich auch nur dann was braucht, wenn es funktioniert. Aber dann hat er irgendwie eine Uptime von ziemlich viel. Also so viel, dass es sich nicht mehr lohnt. Ich hole mal kurz eine Watering Can. Dann gucken wir uns das mal an. Watering Can, Watering Can, Watering Can. Ich habe eine Watering Can. So. Ja. Dann gucken wir mal ein bisschen Watern hier. Hoffen wir, dass dann auch gleich ein Baum wächst. Ich hätte mal Bone Meal nehmen sollen. Ach, warum sollen? Ich kann es ja jetzt mal noch nehmen. Bone. Knochen. Sind gleich hier Knochen der Mail. Und dann machen wir mal ein bisschen Bone Meal hier rauf auf die Saplings. So, und dann wächst einer. Und dann sollte der jetzt auch gleich Ethereum brauchen. Jetzt sucht er nach einem Baum. Und macht dann halt was. Und ihr seht, der ganze Baum ist weg und der braucht ein bisschen Ethereum dafür. Wobei ich gerade sehe, dass es wirklich nicht viel ist, was der an Ethereum braucht. Also ist das sogar vollkommen okay. Der hier zieht ja, der hier zieht dauerhaft und der hier zieht nicht dauerhaft. Das ist anscheinend der große Vorteil an dem. Egal, auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal den hier zu den da und den da zu dem da. Und ich glaube, wenn ich so sehe, wie langsam der ist, dann disconnecte ich noch mal alles so und lass den mal auf der roten Energie laufen, denn davon haben wir am meisten, davon haben wir am unendlichsten. Und zwar haben wir auch die hier ziemlich viel und auch unendlich, aber halt die rote wird schneller generiert. Da sind wir jetzt schon locker 100% voll. Im Gegensatz zu halt der anderen. Deswegen kann ich die rote gern verbrauchen. Jetzt müsste ich halt nochmal gucken, ob es sich lohnt, die vielleicht auch nochmal an den anderen anzuschließen. Denn der braucht halt ziemlich viel Ethereum. Das zieht ziemlich gut. So, was wir dann jetzt noch machen, ist, wir nehmen uns diese Kiste vor und warte, der hat im Void. Okay, das erklärt einiges. Okay, das erklärt, wo meine ganzen Saplings abgeblieben sind. Heieiei, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das Saplings auch noch im Boden platziert, das wusste ich nicht. Dann müssen wir da halt was hinbauen. Als erstes muss ich das ausschalten. Ich glaube, das geht mit einem einfachen Redstone-Signal, oder? Zack, zack. Wenn ich ein Redstone-Signal da dran bekommen würde. Ja, das scheint jetzt zu disablen. Okay. Ja, stimmt. Natürlich disabled er das. Dann machen wir das Saplings hier unten mal weg. Dann muss ich da gleich nochmal Cobblestone hin machen. Hey, sind das für Saplings? Also ich werde die mal alle wegclearen und darunter Cobblestone setzen.
So, dann habe ich jetzt erstmal ein fettes bisschen Cobblestone dorthin gesetzt. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich muss jetzt einmal hier runter und eine Transfer Node hier hinsetzen. Und auch wenn das normalerweise nicht so meine Regel ist, mache ich es in dem Falle mal so, dass ich die einfach nur so ransetze. Außerdem packe ich natürlich mal ein paar Speed-Upgrades rein, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und die Saplings darfst du nämlich dann mal dorthin hin transportieren. Aber es ist halt leider zufällig, wo lang er geht. Und deswegen mache ich das normalerweise nicht so, sondern lasse es alles eine lange Reihe werden. Oder dass alles Barrels sind, ist mir das relativ egal. Es ist nicht so wichtig, dass es unglaublich schnell geht, dass die Saplings dort reinkommen. Aber jetzt sollten auch die Saplings sich ausleeren und dort weggebracht werden. Und damit haben wir dann auch alles weg, was weg muss. Das hier ist alles da. Und es funktioniert alles einwandfrei. Jetzt brauche ich also nur noch das Ding hier wieder einschalten und hoffen, dass dabei nichts wegkommt. Oder nicht noch mehr Saplings irgendwo platziert werden, wo sie nicht hingehören. TNTM, willst du mir unter die Arme greifen oder soll ich das alleine schaffen? Ja. Bei den, ja, den Wither meine ich. Wenn ich den Nether Star kriege, ich könnte noch mal zwei Stück gebrauchen, damit ich mir auch mal fliegen kann. Wenn ich noch einen einzigen Wither-Kopf kriege, zwei, dann könnten wir sogar beide Nether Star kriegen. Beide einen oder beide zwei? Beide zwei Nether Stars. Soll ich den Chunkloader abbauen? Weil ich hier gleich den Nether drin spawne und der leicht kaputt gehen könnte. Ja, warte, ich komm kurz und baue jetzt den Chunk wieder da drunter. Unter die Spectre-Blöcke. Oder da drüber. Nee, unter. Und was ist mit dem Pobble? Der ist egal. 3 Radius Line X, okay. Bau grad noch Kohle ab. Weil oben drauf sieht irgendwie besser aus, ne? Nicht nur das. Stopps. Ey. Also, ich pack die ganzen wichtigen Sachen hier rein, die anderen Sachen, die soulbound sind oder die ich zum Bauen habe. Ja, ich mache ja aber sowieso 50 Attack Damage, deswegen glaube ich kaum, dass es so. Du machst 50. Apropos, wie viel macht eigentlich der dieser AOE Blitzding Spell? Viel, weißt du aber das? Keine Ahnung, wie viel genau. Also meiner macht da. Was hast du denn gerade für eine Rüstung an, RSG? Meiner macht schlechte. Der tötet mich One Hit mit der Rüstung, glaube ich. Und wenn du das ausprobierst, wenn du das drüber nimmst, dann hoffentlich nicht mehr. Warte. Ich hab hier leider meine Obsidian Rüstung. Leider jetzt auch meine Tinker. Ganz so gut. Landkampf, also. Irgendwie versuchen, dass er von mir abgeht. Also. Von mir abgeht, dann ist alles gut. Hinten mit 50 Effekt Damage reinballern. Meiner Scheiße. Probieren wir es hier unten aus RSG. Ich will nicht, dass der Knockback dich runterhaut. Ich kann fliegen. Komm dann mal kurz. So, hast du jetzt volle Leben? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Ah, Sekunde, da kann ich dir auch unter die Arme greifen. Sekunde. Ey. Bleib mal genauso wie du bist, RSG. Ich bin schon fertig. Hab schon volle Herzen. Bis du da fertig bist. Warte, gleich, ich komme auch. Ja, gut. Dann kannst du gleich die essen und dann solltest du wieder heil sein. So, bist du bereit? Mhm. Noch nicht. Cool. Das ist eine Kiste. Lol, wie viel hat sie Schaden gemacht? Null. Ich habe keine Ahnung, warum es mir null gemacht hat, sondern mir null Schaden gemacht. Hau noch mal drauf. Hä? Okay. Lol. Bist du God Mode? Du bist God Mode. Nein, ich bin nicht God Mode, sonst könnte ich nicht machen. Mach mal God Mode auf. Hast du? Mhm.
Tatsache. Du hattest God Mode. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Okay, warte mal, ich mach noch mal voll. So. Warte mal, ich nehme mal den einen gelben weg. Dann habe ich nämlich genau zwei Herzen. Mach mal rauf. Okay, 3, 1. Also dreieinhalb Herzen Schaden. Also 13,5 Schaden. 13,5 Herzen. Okay. Und heil dich mal mit dem anderen Herz auf. Ich möchte mal wissen, wie viel der andere macht. Hau drauf. Eine halbe Lebensleiste. Okay, 5,5 Herzen Schaden. Ach ja, das. Ich hab bei euch drinnen da Blöcke gesetzt. Bitte. Danke. Okay. Was ist mit dem gelben? Den habe ich dir, glaube ich, schon. Achso, den habe ich dir nicht wiedergegeben. Warte. Da. Muss wissen, sowas ist ziemlich schwierig zu kriegen. Hast du das jetzt aufgesammelt, DNTM? Ja, gib mir wieder. Da! Ja, du. Hinter dir! Du hast deine Rüstung an. Hinter dir! Guck mal hinter dir! Er hat seinen Ring an. Ach so. Das ist das Problem. Den hat FGE gerade eben noch hinter sich hergezogen. Ich hab ihn sofort danach wieder getroppt. Okay, was dagegen, wenn ich ihn jetzt spawne? Warte, ich gehe kurz hoch. Reingehen, wenn Anfangsschlag nicht so abkriege. Bett. Eine Sekunde. Ich mach das mal. Ja, geilo, ich hab eine vollautomatische Baumfarm. Und ich habe das alles aufgenommen. Läuft bei mir. Ich bin vergessen, dass ich gar nicht ausgemacht habe, die Aufnahme. Sehr schön. Das heißt, das habt ihr mal gesehen, wie man Leute töten kann und wie viel Herz man kriegt. Und geiles Zeug. Also, die Baumfarm läuft. Ich find's geil. Wir haben eine Baumfarm. Vollautomatisch. Ich liebe es. Hier bitte? Sleepy Jay, jetzt seid ihr neidisch. Wenn wir komplett unsichtbar sind, kann uns der Wither doch nicht sehen, oder? Nein. Das ist die Theorie, in der Praxis funktioniert das nicht. Das meistens nicht. Er zerstört Spektrumlücke. Ehrlich? Doch. Ernsthaft jetzt? Sieht jetzt nicht so aus von hier. Alter, der zerstört Spektrumlücke. Da waren nur ein paar irgendwie, ne? Ja, nicht viele. Also nur bei der Anfangsexplosion anscheinend. Die Tint hier immer noch lebt. Oh. Und Folie einfach tot. Ich will mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, ich. Wir sollten das vielleicht mal machen, wenn ich keine Lags habe. Ja, voll Speed! Treffer! Ich bin noch davon gewissert. Wow! Scheiße Kacke! Verdammte! Ah, fuck ey! Ich hoffe mal, der macht dich noch mehr kaputt. Wo bist du? Scheiß Wither. Peng! Alter, was ist das für ein scheiß Lag? Ich hab schon längst. Ja, geilo! Der Spell killt ihn auch trotzdem! Ich hab nur kein Mana mehr. Scheiße. Ich hab schon lange Slashback angegeben. Ich bin bestimmt schon längst wieder tot. Aber das laggt so sehr, ey. Das ist ja richtig kacke. Weil es laggt gerade auch bei uns. Halt bei mir einfach nur der Wither. Ja, ich habe keine Ahnung, wann ich jetzt und wo ich jetzt gecuttet habe, aber mir ist aufgefallen, dass ich wieder noch weiter aufgenommen habe. Ja, mal sehen, wo ich dann cutten werde. Auf jeden Fall so oder so ist es jetzt wahrscheinlich relativ kurz vor Ende.
Oder auch schon wirklich am Ende, also bei 30 Minuten in etwa. Also, ich werde mal zwischen den Aufnahmen weiter meine Dimension hier ausbauen. Ich habe dort hinten schon eine kleine private manuelle Farm sozusagen hingebaut. Wenn ich manuell was farmen will, kann ich das dort tun. Das ist auch schon mal eine ganz sinnvolle Sache. Kann ich manuell noch ein bisschen Holz oder so farmen. Von verschiedenen Holzarten. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch diese Art der Farm gefallen hat für dieses Pack oder auch generell, wenn ihr mit Ars Magica spielt, dann könnt ihr mal einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr weitere Sachen zu Ars Magica sehen wollt, was auch nochmal auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Tagen, Monaten, Wochen kommen wird, also in den nächsten Folgen einfach gesagt, dann könnt ihr auch abonnieren, damit ihr nichts verpasst, oder wenn halt nicht, dann macht es halt nicht, ist mir auch egal. Und ja, ansonsten würde ich sagen, dann beende ich die Folge hier und tschüss.